Ey, yo, was geht? Oh, Herzunfall. Ja, heute gucken wir mal den zweiten Teil von den nutzlosesten Erfindungen der Welt an. Ja. Erst haben wir das schon gemacht. Jetzt kommt noch mal die andere Hälfte. So. Wenn ihr begrüßt werden wollt, schreibt so eine Nein. Zum letzten Video hat es niemand gemacht. Los geht's. Okay, Buchenblätterer. So war es drauf, falls ich weiß. Ja, so besser. Ja, jetzt probiert, nächste. Was haben wir hier? Alan Carr hätte sein Buch nicht geschrieben, wenn er von der Existenz dieser Vorrichtung gewusst hätte. Ach so. War schön, wenn du brauchst, oder wie? Schwer zu sagen, warum dieses Mädchen nicht selbst nach dem Essen greifen kann, aber der arme Kerl musste eine dritte Hand erfinden, damit sie ihn nicht mehr ablenkt. Und ich war schon der Matthias Schwarz hier gewesen, oder was? Okay, Schneeschiffe für die Schuhe. Auch nur Schluss. So was braucht man nicht. Das ist am besten Nickelschnee. Hätte von solch einem Stand der Technik nicht träumen können. Ne, Schulen sind so komisch hier. Jungs, lasst uns in den Kommentaren eine Petition unterzeichnen, damit die Regierung diese Entwicklung verbietet. Wenn man bedenkt, dass Frauen einkaufen gehen, wird es ihnen auch nicht schaden, solch ein Ding zu tragen. Was? Sieht so süß aus. Was haben wir hier? Wissen seine Fans überhaupt, Schitten, dass es noch schwieriger ist als laufen? Ja, hab ich auch gerade gedacht. Dieser Typ hat einmal beschlossen, dass er bei der Arbeit mit einer Schere zu viel Energie verschwendet hat und sie mit einem Elektromotor ausgestattet. Eine Elektroschere. Gibt's glaube ich schon nirgendwo. Aber wo wieder arbeite ich auch wieder nicht. Muss sie immer noch in den Händen halten, dachte sich ein anderer Typ und brachte die Entwicklung zur absoluten Perfektion. Oh. Das ist aber unsauber. Was scheiße auseinanderreißen. Stell dir nur vor, wie viel Freizeit die Leute haben, die so etwas entwickeln. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Öffnen bei akutem Süßigkeitenmangel.
Ah, ne, Moment. Seien wir ehrlich, Pringles hat nicht gerade die bequemste Verpackung. Und dieser Typ war so genervt davon, dass er eine Vorrichtung erfand, um die Chips aus der Dose zu bekommen. Das werden wir ausschütten. Obwohl es auch nicht das gleiche, wenn man nicht die andere reinquetscht. Ja. Ja, wir haben es kapiert. Keine Ahnung, warum der Erfinder dieses Roboters keine gelben Skittles mag. Er hat ihn aber so programmiert, dass er sie wegsortiert. Und ich hab was verstehen, gelbe Skittles. Die Skittles. Meine Damen, was sagt ihr dazu? Ist diese Erfindung einen Nobelpreis wert? We women wear high heels walking for a long time is very tired. When we put on this high heels, if we are tired of walking, we can sit down and rest anytime and anywhere. And we can also use this genial. Very easy to use. Und lustig. Wozu braucht man solch einen Grill? Zum Aufladen von Smartphones und zum Anzünden von Glühbirnen, während man sich etwas zum Essen kocht. Sag jetzt bloß nicht, du hattest noch nie so ein Bedürfnis. Ah. Stell dir nur für eine Sekunde vor, deine Freundin kommt in die Küche und sieht das hier. Ja. Wieso Schrauben? Das ist nicht gut für die Beschichtung. Nächstes. Dieses System verwandelt deine Wohnung in nur wenigen Sekunden in einen Nachtclub. Okay, was erwartest du? Aber nicht lange. Na, können alle von uns sich die Schnürsenkel binden? Wenn nicht, dann gibt es solch einen Roboter im Wert von $600, der dabei helfen kann. Eine echte Revolution in der Welt der Besen. Man braucht nur die Standfüße herauszuziehen, sein Smartphone herauszunehmen und schon kann man diesen Besen als einen Selfie-Stick verwenden. Wie sollen die Follower sonst erfahren, dass man sich endlich dazu entschlossen hat, seine Wohnung zu putzen? Finde ich gar nicht so verkehrt. Den Männern im Hintergrund scheint diese Erfindung zu gefallen. Ich würde ihnen aber nicht allzu sehr vertrauen. Kann ich gleich wieder hin und reinschütten. Über die Musikkanne. Eine Frage. Wie viele Trauben wird man damit in einer Stunde essen können? Lasst uns in den Kommentaren abstimmen. Ist es nutzlos oder genial? Nutzlos. Vorsicht, in Italien kann man für die Nutzung solch einer Schere ins Gefängnis kommen. Okay. Nimm lieber Pizzamesser, ist besser. Anstatt einfach nur ein Messer zu schärfen, hat jemand so etwas erfunden. Oh, ich bekomme jetzt Lust. Eine Pizza. Bisschen. Sieht so aus, als gäbe es einfach nichts auf der Welt, was nicht an Crocs angebracht werden könnte. Warum? Volles Klopapier, bist du verrückt? Achso. Okay, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.